Ahoi Leute, willkommen zurück zu Borderlands 1. Wir sind immer noch hier in den Badlands mit Kishi und Fishi und die versuchen mich gerade zu ficken, aber eigentlich habe ich sie gerade gefickt. Und jetzt schubst ich hier schon ein bisschen weg. Wir suchen jetzt immer noch nach Bruce McClane, den ich schon eigentlich mal fast gefunden habe, weil ich da noch vorbeigefahren bin und ich glaube die beiden auch, aber egal, wir fahren einfach nochmal hin. Ja, der war nämlich hier hinten. Fahr da runter. Oh, ein Schläger. Mein Spiel hängt. Komplett? Komplett, gerade. Ja, das hab ich auch schon mal. Pass einfach ab. Gut, komm schon wieder. Ah, ja, da ist es wieder. Und plötzlich fängt auch Musik an. Was war das denn jetzt gerade für ein Bullshit? Boah, das ist ein bisschen verbuggt. Ja, ich merk schon. Dann müssen wir noch hier unten. Erste Apfelsaftdose ist leer. Kirschi! Ja, was denn? Ich hab nur richtig geparkt, ich weiß nicht, was du hast. Kannst du das bitte lassen? Das ist jetzt so ein Torbogen, da kann man unten durchgehen. Dafür ist Bruce McClane gestorben. Bruce ist tot, wie seine Verlobte es befürchtet hat. Du hast ein handgeschriebenes Tagebuch auf seine Leiche gefunden. Vielleicht bringst du ja damit etwas Licht ins Dunkle. Fest ab. Okay, drück. Ja, ist ziemlich tot. Was? Ah, das ist mir so viel was zum machst lesen. Du da oben? Gar nichts. Ich will auch noch kurz Bruce McClane sehen. Moment. Okay. Ich hab umgeparkt. Ich hab's gemerkt. Okay, ich nehme jetzt doch wieder den Sniper, die ist nämlich ein bisschen besser als die, du mir gegeben hast. Okay, krieg ich die wieder, bitte? Nee. Du hast doch jetzt meinen, die ist genauso gut. Nein, die ist viel schlechter, Alter. Viel schlechter. Naja, fast 200, fast 100 Schaden schlechter. Fast 100. Meine hat jetzt 100, 186, die ich dir gegeben habe, und deine hatte 228. Das sind 40 Schaden. 42 Schaden, ja, genau. Ja, krieg ich die bitte wieder? Danke, mein danke. Gott, ey. Ich bin das auch lieber, also ich bin das meine jetzt, also meine ist jetzt die, die ich vorher auch schon hatte jetzt, nur halt mit ein bisschen mehr Schaden, aber ist dafür genauer und der ganze Scheiß, also das Auto ist deins, eigentlich. Egal. Wenn ihr mein Auto scheiße einpackt, dann nehme ich einfach euer. Ich hab's sogar besser gepackt, als Kirschi es geparkt hatte. Nein, das ist gar nicht wahr. Die Autos haben einen Torbogen gebildet. Das ist cool. That's cool, guy. Ja, das ist Swagadishes. Swagadishes. Please not to explode me. I don't like. Please. You do like. Hey, what you doing, mate? Hey. Ich sammle Fischjagdkisten auf. Ich sammle. Brauchen ist schlecht. Da müssen wir hier, glaube ich, durchfahren. Lass da durchfahren, da durchfahren, da durchfahren! Schade. Kann man irgendwie hin? Da außen rum? Kann ich hier rüber springen? Nein, da ist ein Schild drüber, ja. Da kannst du nicht hinfahren. Was hast du gesagt? Ich sagte, da kann man hinfahren. Warum machst du das nicht? Ich glaube, hier kann man nicht mehr rein. Obwohl. Ja, hier waren wir doch gerade eben schon, oder nicht? Ich folge ja, dem. Ja, aber wir sind nicht hier in dieses kleine Ding da gelaufen. Da musst du rein. Ich hab Trickshot geparkt, Kirsche. Ich weiß, danke. Bitte. Ich sollte darauf achten, ob hier irgendwo Gegner sind. Ich lese gerade die ganze Zeit an meinem Handy. Du hast gar keine Ahnung von Trickshot Parken, Freddy. Bis du meinen Park, meine Parkkunst gesehen hast. Bleib mal einfach weg. Die kämpfen gerade gegen die Skeks. So bist du die Scheiße aus ihm raus? Bleib wohl ich die Scheiße aus ihm raus. Ich meine, ich bin eine Frau. Die erste Zigarrenkiste? Ja, weißt du, bei Frauen gibt es so zwei Möglichkeiten. Entweder sie prügeln die Scheiße aus dir raus, wenn du mit ihr im Bett bist, oder sie prügeln die Scheiße aus dir raus in der Trennung. Ja, doch, stimmt schon. Das eine ist schön, das andere eher nicht so. Nein, warte, ja. Das eine kann schön sein, das andere eher nicht so. Kann schön sein. Naja. Kann auch schön. Oh Gott. Das ist Trickshot Parking. Ich musste Freddy übertreffen. Do you even dodge? I do. Das ist voll gefakeig. Das ist kein Trickshot, das ist einfach nur fake. Das war ein Trickshot. Das war ein Trickshot. Ich hab keine Ahnung, wie der zustande kam, aber das war einfach fake. Soll Trickshot. Ich dir sagen, wie er zustande kam? Ja. Ich hab dich weggeboxt. Oh. Soll ich nochmal machen? Ja. Pass auf. Moment, also erstmal muss ich das Auto hier weg trickshotten. Oh, eine Waffe ist mit einem und dann trickshot ich dich. Wow.
Das war ein cooler Salto. Er hat sich aber viermal überschlagen. Viermal? Hab zweimal gezählt. Dreimal mindestens. Kishi, warte, ich will einsteigen. Kishi. Danke. Bitte. Ich schau mich da mal so rüber. Jetzt müssen wir zurück nach Firestone. Warte, ich kipp uns um. Okay. Und dann ist es auch irgendwo. Ja, doch, so kann man parken. Oh. Wir brauchen immer erstmal den halben Part zum Einsteigen und Umsetzen. Ja. Also ich bin ja schon fast in Firestone wieder. Oh. Kirschi. Ja? Jedes Mal. Ja. Kirschi, weißt du, wie du deine Ulti aktivierst? Ich würde mal sagen, vermutlich F. Du hast den ganzen Part lang gemerkt schon? Er merkt sich immer nur nach den Aufnahmen nicht mehr. Ja, dann bitte. Ja. Wir müssen doch kurz eine Aufnahmepause machen, weil der Fett sich ging. Das heißt, das ist schon knapp gewesen für Kirschi. Ja, schon sehr knapp. Das war echt. Was? Auf T hat man einen Chat? Okay. Bruce ist tot. Wusstest du nicht? Dieser Idiot, wir hätten uns ein schönes Leben machen können. Stattdessen hat er alles für diesen Schwachsinn hingeworfen. Naja, es mangelt hier ja nicht gerade an Männern. Gott sei Dank hast du diese vergifteten Sie verschwinden lassen. Fragst du dich, ob sie uns bumsen will? Habe ich schon und sie hat gesagt nein. Also mich nur bestimmt, Kishi. Weil sie ist lesbisch? Nein, sie will nur Kishi bumsen. Seinen Waffen soll ich jetzt nicht. Die Banditen stellen keine Schädel mehr, also Trophäen aus. Gut, das letzte Ersatzteam, das sie angeheuert hat, hat sich vor lauter Angst aus dem Schlauch. Gut zu wissen, dass sich mein nächstes Team der Gefahren nicht bewusst sein wird und weiter für mich arbeiten wird. Okay. Oh, eine Sniper, die gar nicht so gut ist. So. Sind wir schon wieder fast Level 20? Man hat High geschrieben. Wollen wir ihn reporten, Kirschi? Au. Mhm. Freddy, man kann das Auto übrigens kaputt boxen. Hast du mein Auto kaputt gemacht? Nein, hat er nicht. Okay, hat er. Höchstens ein bisschen. Ich hol schon ein neues. Ich wollte gerade fragen, ob ich ihm Reifen bringen soll. Dann kann er auf dem Reifen. Weißt du? Oh. Na, hi. Du bist ja ein Süßer. Zerplatzt der Körper. Oh, mein Rucksack ist komplett leer. Geil. Muss ich das noch machen? Was Chef Sandoff aus, ne? Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. A, wir machen den Arena-Fight oder wir gehen ins nächste Gebiet. Arena-Fight ist eine Quest? Ja, Arena-Fight ist sozusagen, war ja in Borderlands. Ich hab dein Auto gar nicht kaputt gemacht, das kannst du mir nicht nachweisen. Doch, mein Auto war schwarz. Das kannst du mir nicht beweisen. Okay, Kishi war's. GG. GG, Kishi. Ah, fuck, Alter. Ich wollte gucken, ob da was ist, da hat gerade was grün geleuchtet in meinen Augen. Aber ich hab versucht zu bremsen. Kishi, bremsen, das ist so das mittlere Pedal. Ja, weißt du, wenn du den Turbo anhast, dann ist das nicht so leicht. Genau, plötzlich. Moment mal, ich bin schon wieder vorbeigefahren. Gut, gemacht. Ich habe gerade so einen Moment. Danke. Chef Sanders, der war doch hier hinter mir schon. Heute ist übrigens der Insert Date hier. Der was? Der 26. Das Windrad bei Howling the Fire dreht sich wieder. Danke, hier ist deine Belohnung. GG. Oh. So. Jetzt müssen wir mit Klappe sprechen. Ernest gefunden. Ernest. Nein, Ernest. Ernest sich ein? Ja, sich ein ist sein Nachname. Also, wie gesagt, heute ist der 26. Aber Ernest mit Ä. Erste. Ja. 2015. Das heißt, dieses Video kommt in 2 Wochen. Einem Monat. Okay. Tauschen wir halt während der Fahrt. Hoi, ja! Dass es die Kammer gibt. Jeder redet davon. Das ist das Größte, was hier seit langem passiert. Denk nur an die ganzen Touristen. Hör mal. Fuck. Ich konnte ihn nicht überfahren. Sorry. Läuft bei dir. Oh, wundervoll. Ja. Bitte? Halt's Maul. Ich hab versucht, dich zu überfahren.
hatte nur Glück. Ja, weil das er ein Noob Modokans geleitet ist. Ich höre dem gar nicht mehr zu. Willst du hier in das Autoszelt? Für mich ja wohl. Ja, ich denke, ich habe eine 94,33%iger Wahrscheinlichkeit nicht überleben. Ich schon. Nee. Das ist aber wirklich so. Kishi hat so eine Überlegung schon von 10%, Fischi von 40 und ich von 90. Ja, du machst doch alles kaputt. Weil du Sniper mal reinrennst. Achso, sorry. Bitte. Ist Fisch tot? Nein, Kishi, du machst es aber auch ein bisschen kaputt. Weil du eben nicht reinrennst. Wenn ich reinrenne, bin ich noch schlimmer. Ich mach so einen Mischmasch aus beidem. Ich mach's wahrscheinlich schlimmer, weil ich einfach nicht checke, dass ich eine Fähigkeit habe. Ach, du bist AD, da geht das schon. Nein, eigentlich ist er AP. Boah, halt die Fähigkeit inzwischen lange. Und dann explodierst du. Hallo, Abreise aus Firestorm. Ernest Withing. Du kommst gerade im richtigen Zeitpunkt. Die Bastarde stellen sich unter einem Kerl namens Matt Merle wieder neu auf. Er hat wieder die Straße blockieren lassen und will den in die Falle locken, der sein Vorgänger auf den Gewissen hat. Das bist nicht zufällig du. Oh, Freddy, du hast kein Auto mehr. Ich hasse euch. Ich hab's nicht gemacht. Ich hasse euch so sehr, das glaubt ihr nicht. Ich hab darauf gewartet, dass Kirschi einsteigt. Ich hab mich gewundert, dass ich hier noch ein Fahrzeug generieren kann. Okay, wir machen gleich mal das Gäste. Weißt du, ist es einfach so? Wer ist Ernest Riddick? Oh mein Gott, es gibt neue Upgrades. Erstmal direkt. Oh mein Gott, gekauft. 16.000 kostet es nur. Habe ich ja. Für welche Waffe brauche ich denn das denn? Für die. Ich brauche das nicht für gar keine Waffe, Alter. Ich habe immer noch Munition. Ah, vielleicht bin ich noch keine Wahl damit. Haben die hier eine Waffe? Haben die hier ein Waffending? Und hier ein gutes Ding? Boah, haben die endlich mal ein gutes Ding. Und die haben Claire Smarts. Ich sehe es gerade. Berserker, Jäger. Die Doch, kostet ein bisschen viel. Egal. Wollen wir Skagzilla als erstes machen? Ich habe mir keinen richtig geilen Schild gekauft, nein. Mir auch nicht, ich habe mir zwei Speicher-Upgrades gekauft. Ich muss mal kurz lesen, was mein Skill macht. Warte mal, Shield. 474, Alter. Hast du den gekauft, der im Sale war? Ja. Ja, den habe ich auch überlegt. Ah, aber der ist für Level 22, den kann ich noch nicht mehr benutzen. Ich bin Gesundheitsregeneration, nee, kann ich nicht mal leisten. Ich bin ja immer da. So, 18 Team-Shield-Kapazität, ein Unverwüstlich-Skill. Was macht der hier? Kommt der jetzt? Feuernova. Ich muss auch auf Fischi warten. Der ist ein Arschloch, der den Body meiner Mutter ruiniert hat. Er scheint in der Klemme zu stecken. Sieh zu, dass du ihn rettest. Er muss überleben, damit ich ihn später selbst kalt machen kann. Okay. Lucky? Von dem haben wir in Borderlands 2 aber nichts mehr gehört, ne? Aber der ramponierte Body seiner Mutter, den kennen wir schon. Ja, der Mann muss ja, ne? Von dem alten Mäuschen da. Die alte Schabracke. Ah ja. Da ist gerade ein anderes Auto lang. Da fahren NPC-Autos? Nein, das ist ein Spieler-Kirschi. Oh, hi. Entschuldigung, dass die Aufnahme bei mir unterbrochen ist. Bitte? Die Aufnahme ist bei mir kurz überbrochen. Unterbrochen, weil ich versehentlich aus dem Spiel getappt habe. Was ist hier los? Party. Hab ich mitgekriegt. Das ist nicht gut genug geparkt. Was macht ihr überhaupt? Jetzt. Ich steig grad aus. Wow, ach toll, wegen dir kommt man kaum noch rein, Kirschi. Hilfe. Ich heil dich. Ich geb Deckung. Freddy, weißt du, wie das nicht passiert wäre? Wenn ihr einfach mal, anstatt das behindert einzuparken, mir mal geholfen hättet, die Mission zu machen. Statt vielleicht? Dass du einfach auf uns wartest. Selber schuld, wenn du einfach reinrennst. Der Snipper. Ich bin nicht reingerannt, ich bin in der Kiste versteckt, an der Sniper-Position. Du bist einfach reingerannt.
Baby schläft. Ishi, das Baby ist tot. Oh. Du hast es gegessen vor 2 Minuten. Ja, ich bin ein wenig. Oh, bedauern. Bist du? Gleich wieder am Leben. Ah, davon. Wieder tot. Ja. Lass mir den Schläger, dann komme ich wieder hoch. Ja, fuck. Wieso? Okay, ich schaff's nicht. Ah, danke, Kirschi. Was zum... Ich ko... Okay. Danke, Kirschi. Bitte. Zwing mich nicht nochmal, dich aufzuheben. Auch wenn ich nicht Kirschi bin. Oh, oh, Freddy ist schwul. Was? Dein Charakter hat gerade gesagt, zwing mich nicht nochmal, dich aufzuheben. Ich meine, wer sagt bei so einem süßen Mäuschen, nicht nochmal, ne? Ja, so. Ist ein Argument. Ist ein Argument, Linger, ne? Linger Revolver rum. Kirschi ist, Freddy ist ab jetzt schwul. Okay. Ja, abgehen. Ja, Leute, helfen vielleicht, der knallte Psychopath, ne? Wo bist du? Ich hab den Stein. Hier steht, hört er jemand. Wo ist denn der? Ach, da ist der, oh, du bist hier. Weg. Uff. Das ist aber nur ein Knallhaser und kein Durchgeknallter. Ja, das ist auch stark. Ja, das ist ein bisschen sehr stark. Verreck. Verreck. Nächstes Level. KS um. Ich hab eine neue Waffe, die ein bisschen weniger Schaden macht. Hier ist ein lila Revolver, der... Naja, geht. Revolver, 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 brauche ich alles nicht so ganz. Dann... Lucky gerettet. Lila Revolver zieht immer Nein, sagt Alter. Oh, knallter Schläger, Hilfe, 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 Leute! Ich bin unterwegs. Hier ist die Ulti. Ja, du Pisser, ich bringe die Scheiße aus dir raus. Kann mir jemand Akku pullen, damit ich den in Ruhe weiter kaputt schlagen kann? Ja, Moment, ich komm schon. Okay, hat sich erledigt. Komm, da liegt eine Shotgun, die ziemlich schlecht ist, glaube ich. Guck mir doch mal. 26x7. Ja, nicht besonders. Lucky? Hallo Lucky. Hört mal ihn mal, ne? Top Mate, okay. Glück gehabt. Danke, Mann, du hast mir wirklich aus der Klemme geholfen. Wir müssen endlich etwas gegen diese Banditen unternehmen. Seit Sledge tot ist, führen sie sich oft wie besoffene, angepisst. Führen sie sich wie besoffene, angepisste Hornissen auf. Danke. Kann man den erschießen? Nein. Nein. Stimmt. So, jetzt müssen wir die Schnellreise aktivieren. Hey, danke, dass du den Penner das Leben gerettet hast. Ich geb's nur ungern zu, aber Lucky kennt die Gegend hier besser als jeder andere. Vielleicht hast du Verwendung für ihn, bis ich ihm den Hals umdrehe. Bestimmt. Aber wir können jetzt theoretisch die Skaxilla-Quest machen, aber die ist für Level 20 und ihr seid nicht so hoch. Freddy? Hm? Wir werden ihn aber auch umbringen, ne? Wen? Ja, diesen Schwachkopf. Den Schwachkopf? Ja, der da drin ist. Wann? Ja, weiß ich nicht, er hat Roxys Buddy ramponiert. Ja, natürlich töten wir ihn. Roxy? Moxie. Moxie. Okay. Kirschi, nicht schon. Roxy. Moxie. Hat er erst falsch verstanden, dachte schon so, was? Was ist da gerade passiert? Kirschi, kannst du bitte einfach mal mein Auto ganz normal stehen lassen? Einfach irgendwie. Es tut mir leid. Ein einziges Mal möchte ich mein Auto ganz normal vorfinden. Einmal geht das. Einmal vielleicht. Vielleicht noch gut im Fahrrad. Nein, ich will ihn noch kriegen! Was soll man kriegen? Ich will den Ficker noch kriegen. Welchen Ficker? Den Typen im Auto, ich glaube, ich habe ihn noch gekriegt. Ja, ich glaube auch. Ja? Das geht schon. Den Schalter auch habe ihn gekriegt. Nee! Was bist du? Die ganze Skizit. Skizit. Was zum. Ah, zerplatzt. Kannst du mal bitte da hinfahren? Wohin? Bleib einfach stehen. Boah, die zu treffen, ne? Jetzt fühle ich mich hier schon wie in Far Cry mit den Türen. Jetzt liegt der Typ auf uns drauf. Fahr hin.
ich glaube, unser Timer klingelt jetzt. Dann würde ich sagen, ich töte jetzt noch diesen Typen im Auto. Oh, ich wollte dich nicht erwischen, sondern ihn. Diesmal. Also wirklich. Ich habe auf ihn geaimt. Nicht getroffen. Hau ihn. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss. Nein, tschüss.